Mein Name ist Matthias Vorroth und ich habe als Kind im Alter von 8 Jahren mit dem Geigenunterricht begonnen, habe dann über Jahre in der Musikschule Geigenunterricht gehabt und irgendwann kam dann der Wunsch auf, den Beruf eines Geigenbauers zu erlernen. Bin dann nach Markneukirchen gegangen 1985, habe dort meine Ausbildung begonnen bis 1995 und bin seitdem selbstständiger Geigenbauer. Als ich mich 1995 selbstständig gemacht habe, bin ich auch zu den nächsten Kollegen gefahren und das war in Braunschweig die Firma Rautmann. Die Elfi Rautmann war dort in fünfter Generation als Geigenbauerin tätig. Sie ist Ende 2008 verstorben und im Frühjahr 2013 nahm der Sohn von Elfi Rautmann Kontakt zu uns auf und hat uns hier diese Werkstatt angeboten und ich durfte also mit ihm dann auch einen Vertrag abschließen und wir haben eben diese Werkstatt übernommen und betreiben die nun weiter. Wenn man ein Instrument baut, hat man im Prinzip eine kleine Auswahl an Hölzer. Man verwendet für die Decke Fichte, für den Boden, für die Seitenteile und für den Hals wird Ahorn verwendet. Das Griffbrett, die Wirbel, der Seitenhalter und der Kinnhalter bestehen aus Ebenholz. Und diese Hölzer verwendet man dann im Prinzip auch dann bei entsprechenden Reparaturarbeiten. Es ist so, dass im Jahr 1844 der erste Geigenbauer der Familie Rautmann angezeigt hat, dass er Geigen anbietet und hat also in dem Jahre die Geigenbauwerkstatt hier eröffnet und das ist im Prinzip so auch der Startpunkt für Geigenbau in Braunschweig. Wenn man ein neues Instrument baut, muss man in reiner Arbeitszeit ca. 180 bis 200 Arbeitsstunden rechnen. Es ist also so, dass die Ansichten zu alten und neuen Instrumenten teilweise sehr unterschiedlich sind, dass man auch schon Versuche gemacht hat und hinterm Vorhang Geigen eben auch gegenübergestellt hat. Sicher ist es so, dass eine Geige, die 300 bis 400 Jahre alt ist, auch eine entsprechende Geschichte hat, von guten Musikern gespielt worden ist. Aber dass man nun wirklich im direkten Vergleich Unterschiede hört, möchte ich nicht behaupten. Also für mich ist einfach das Schöne in diesem Beruf, dass man ja aus einem im Prinzip toten Werkstoff wieder etwas Lebendiges macht. Man hat den Baum, der dann irgendwann abgestorben ist, den man gefällt hat und wenn das Instrument fertig ist, bringt man es zum Klingen und ja, es entsteht etwas Neues und das eben auch für eine lange Zeit.